willkommen heißen zu unserem Diskussionsabend zur Steuerpolitik dieses Jahr. Es ist hochaktuell, womit wir uns beschäftigen heute Abend. Es mag auch noch der eine oder andere unterwegs sein, wenn wir zukommen. Ich weiß, dass zum Beispiel unsere Fraktionsvorsitzende im Kreistag, die Heide Berot, noch kommen wird im Laufe des Abends. Vielleicht auch der eine oder andere. Wir fangen aber jetzt an, damit wir unseren Zeitplan halbwegs einhalten. Und ich darf sehr herzlich begrüßen unsere beiden externen Gäste, Herrn Bilanjuk, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler, Baden-Württemberg und Deutschland. Gekommen sind und Herrn Dr. Steislinger, er ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Röhls Partner in Stuttgart. Und auch das herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir werden das so machen, dass unsere beiden Referenten nacheinander hier vortragen. Herr Bilanjuk zur Einkommensteuer, Herr Dr. Steislinger zur Unternehmensbesteuerung, auch auf die aktuellen natürlich politischen Vorschläge im Wahlkampf durchaus eingehen. Und wir werden danach dann diskutieren. Wir werden dann hier vorne steht, vielleicht kann man dann auch den Beamer ausmachen, weil der sehr warm wird. Und Sie können natürlich auch jederzeit Ihre Fragen nachher stellen. Herr Bilanjuk, Sie haben das Wort. Ja, nochmal schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Steuerzahler. Als mich Herr Dr. Tonka vor einiger Zeit angerufen hat, ob der Bund der Steuerzahler einen Vertreter zu dieser Veranstaltung schickt, habe ich sehr gerne zugesagt. Dafür auch vielen Dank, dass die Gelegenheit uns gegeben wurde, weil damit können wir einem unserer satzungsgemäßen Aufträge nachkommen, nämlich die aktuelle Steuerpolitik konstruktiv kritisch zu begleiten. Und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation, wo trotz enorm hoher Steuerzuwächse Teile der Politik über Steuererhöhung diskutieren, muss es mahnende Stimmen in der öffentlichen Diskussion geben. Und der Bundessteuerzahler versteht sich ja auch als Mahner, der auf der einen Seite, wie schon gesagt, konstruktiv kritisch das aktuelle Steuer- und Finanzgeschehen begleitet, auf Missstände hinweist, aber auch versucht, Vorschläge zu machen, wie es zum Besseren gelingen kann. Vor 8 Tagen, am 8. Juli, konnten wir Steuerzahler in Deutschland endlich aufatmen, denn an diesem Tag dürfen wir, statistisch gesehen, nur für den eigenen Geldbeutel arbeiten. Die Einkommensbelastungsquote beträgt in diesem Jahr 51,6%. Das heißt, dass mehr als die Hälfte dessen, was an Gewinnen und Löhnen in Deutschland erarbeitet wird, in Form von Steuern und Sozialversicherungsabgaben abgeschöpft wird. 31,1% beträgt in diesem Jahr die Steuerquote, was den dritthöchsten Wert darstellt seit der Wiedervereinigung. Auch im internationalen Vergleich kann Deutschland als ein Hochabgabenland bezeichnet werden. Nach Untersuchungen der OECD liegt Deutschland bei der Belastung unterschiedlicher Haushaltstypen ziemlich weit vorne. So schön es ist, in der Tabelle vorne zu stehen, in diesem Falle ist es negativ. Wenn ich mal zwei Haushaltstypen herausgreifen darf, der deutsche Single liegt im internationalen Vergleich an dritter Stelle, was die Belastung angeht. Nur in Belgien und Frankreich wird dieser Haushaltstyp noch stärker belastet. Aber auch beim Doppelverdienerhaushalt, ein Vollzeitbeschäftigter, ein Teilzeitbeschäftigter mit zwei Kindern erreicht die Abgabenquote den fünfthöchsten Wert innerhalb der 34 OECD-Länder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Steuereinnahmen steigen und steigen und steigen und dennoch sollen viele Steuerzahler nach Ansicht Teile der Politik noch mehr Steuern zahlen als bisher. In den Wahlkampf, was selten vorkommt, wird mit dem Versprechen gezogen, Steuern erhöhen zu wollen. Zwar heißt es, nur für die mit den starken Schultern, doch so mancher Bürger reibt sich verwundert die Augen, dass er selber allem Anschein nach derjenige ist, der starke Schultern hat. Aber nicht nur die sogenannten Reichen, wobei die Definition wahrscheinlich jeder für sich vornimmt, sondern die breite Mitte der Gesellschaft und auch der unternehmerische Mittelstand werden von den Steuererhöhungsplänen getroffen. Die Steuerschätzung vom Mai diesen Jahres hat es wieder einmal bestätigt, Deutschland hat kein Einnahmeproblem.
Seit 2009 steigen die Steuereinnahmen explosionsartig an und setzen immer neue Rekordmarken. Im vergangenen Jahr wurde die 600 Milliarden Euro Schallgrenze geknackt. In diesem Jahr erwartet man Steuereinnahmen in der Größenordnung von 615 Milliarden Euro bis zum Jahr 2015 662 Milliarden Euro. Zur Erinnerung, im Jahr 2005 lagen die Steuereinnahmen bei 450 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass innerhalb von 10 Jahren sich die Steuereinnahmen fast die Hälfte vergrößert haben. Innerhalb von 10 Jahren. Welcher Arbeitnehmer oder Unternehmer wäre nicht froh, wenn in diesem Zeitraum im gleichen Umfang mehr Einnahmen hätte, und zwar netto. Noch nie werden die Steuerzahler so viele Steuern gezahlt haben wie in diesem Jahr, aber was wie eine Erfolgsmeldung klingt, ist in Wahrheit ein trauriger Rekord. Traurig auch deshalb, weil die Politik es trotz überquellender Steuertöpfe nicht verstanden hat, ohne neue Schulden auszukommen. Statt über die längst überfällige Reduzierung von Ausgaben zu diskutieren, geht ein Teil der Politik einen anderen Weg, noch höhere Steuern sollen es sein. Angesichts der von mir genannten Zahlen, was die erwarteten Steuereinnahmen angeht, sind die Rufe nach Steuererhöhung geradezu irrational. Begründet werden die Steuererhöhungspläne zumindest zum Teil mit der Begründung, dass ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit dadurch geschaffen würde. In den Talkshows der Fernsehsender versuchen manche, den Steuerzahler zu suggerieren, nur die Reichen würden von den vielschichtigen Steuerplänen betroffen, und mancher Steuerzahler lehnt sich dann zurück. Hört sich das im Fernsehen an und sagt sich, naja, der Nachbar, größeres Haus, dickeres Auto, der könnte ruhig ein bisschen mehr beitragen. Als er dann mittlerweile hört, dass auch er selber einer dieser mit den breiten Schultern ist, kommt der Aufschrei. Und ich denke, und ich glaube sagen zu dürfen, dass der Bundessteuerzahler seinen Anteil dazu beigetragen hat, dass die Diskussion nicht mehr mit der Worthülse starke Schultern geführt wird, sondern dass man konkret Zahlen benennt und jeder dann für sich sehen kann, wo er mit diesen Steuerplänen landet. Gerade was die Umverteilung angeht, weil das ja immer wieder auch in den Medien thematisiert wird. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ist gerade bei der Einkommensteuer, die ja im Fokus auch der Steuererhöher steht, gerade bei dieser Steuer sind aufgrund gestiegener Freibeträge und zahlreicher Tarifänderungen hat es dazu geführt, dass sehr viele Erwerbstätige gar keine Einkommensteuer mehr bezahlen. Ich habe mal vor 15 Jahren einen Artikel verfasst, über welche Schichten zahlen, wie viel zum Einkommensteuer aufkommen. Damals, vor gut 15 Jahren, konnte man davon ausgehen, dass 40% der Erwerbstätigen Einkommensteuer zahlen. Heute sind es nur noch rund 30%. Da aber die Einnahmen weiter gestiegen sind, das ist leicht mathematisch nachzuvollziehen, müssen die, die einzahlen, was ja weniger geworden sind, mehr bezahlen. Und das kommt davon, dass wir einen linear progressiven Steuertarif haben. Mittlerweile ist es so, dass die oberen 25% der Steuerzahler in der Einkommenshierarchie zu fast 80% und die oberen 10% zu deutlich über 50% zum Einkommensteueraufkommen beitragen. Die Vielzahl an Einzelmaßnahmen, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, um Steuermehreinnahmen zu erzielen, stellt sicher, dass nicht nur wenige, sondern aus unserer Sicht viele von diesen Maßnahmen betroffen werden. Unter anderem wird die Wiedereinführung der Vermögensteuer bzw. die Einführung einer Vermögensabgabe gefordert. Das Aufkommen aus der Erbschaft- und Schenkungssteuer soll mindestens verdoppelt werden. Die Gewerbesteuer soll zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer mit einer verbreiterten Bemessungsgrundlage reformiert und, was sich noch gar nicht so auch in den Medien niedergeschlagen hat, die Grundsteuer soll von Grund auf reformiert werden. Und gerade bei der Grundsteuer sind ja alle getroffen, ob Eigentümer oder Mieter.
Und wenn sich diejenigen durchsetzen, die eine verkehrswertabhängige Grundsteuer schaffen wollen, dann wird es für viele Steuerzahler, insbesondere im Süden Deutschlands, weil hier eben die Immobilienpreise seit 1964 massiv gestiegen sind, teuer werden. Im Fokus der Steuerpolitik steht, wie schon gesagt, die Einkommensteuer, wobei anzumerken ist, dass die Einkommensteuer eigentlich aus drei Komponenten besteht, und zwar die veranlagte Einkommensteuer, die Lohnsteuer und die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge. Erhöhung des Spitzensteuersatzes, Änderung des Einkommensteuertarifs, Abbau des Ehegattensplittings, Neuregelung der Familienbesteuerung, Erhöhung des Abgeltungssteuersatzes und vor allem die Beseitigung der kalten Progression, wir nennen sie auch die Beseitigung der heimlichen Steuererhöhungen, sind hier als Schlagwörter zu nennen. Insbesondere die kalte Progression hat dazu beigetragen, dass die Steuereinnahmen gestiegen sind. Kalte Progression nennt man den Umstand, dass bei einer Lohn- oder Gewinnerhöhung die Belastung fast doppelt so stark steigt wie die Einkommenserhöhung. Im Fachjargon heißt es Tarifelastizität. Das heißt, wenn um 1 Euro erhöht wird, steigt die Steuerbelastung um 1,8%. Und wenn ich mal ein Beispiel deutlich machen darf, wenn eine Lohnerhöhung von 2% ausgehandelt wird, gleichzeitig die Inflation sich aber bei 2% bewegt, hat der Arbeitnehmer ja nicht mehr Kaufkraft. Darauf nimmt aber der Einkommensteuertarif keine Rücksicht. Es sind die nackte höhere Zahl und verlangt eine höhere Steuer. Das heißt, in diesem Beispiel hat er trotz Lohnerhöhung weniger Kaufkraft als zuvor. Dieses Problem muss kurzfristig gelöst werden, weil wenn man diesem Problem nicht einer Lösung zuführt, wir wahrscheinlich bis 2015, ich habe ja vorher die Zahl von gut 660 Milliarden Euro genannt, ein Großteil der dann erzielten Steuermehreinnahmen gegenüber jetzt aus diesen heimlichen Steuern resultiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die angestrebte Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer von derzeit 42% auf 49%, angestrebt von den Oppositionsparteien in Berlin, bringt Steuermehrbelastungen, aber nicht nur für diejenigen, die 80.000 oder 100.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen haben, sondern die Mehrbelastung beginnt bereits deutlich weiter unten. Bis vor einem halben Jahr konnten wir zum Beispiel bei einer Partei ganz genau sagen, an wie viel. Mittlerweile haben sich die Wahlkampfprogramme in diesem Punkt man drückt sich hier etwas diffuser auf. Allerdings, man kann nach wie vor davon ausgehen, dass bei rund 60.000 Euro zu versteuerndes Einkommen die Mehrbelastung gegenüber dem bisherigen Tarif beginnt. Und gerade in einem Land wie Baden-Württemberg mit einem überdurchschnittlichen Gehaltsniveau würde dies deutlich mehr Menschen treffen, als dies einige Politiker in Berlin darstellen. 60.000 ledig oder verheiratet? Ich spreche immer nur vom Alleinstehenden, die Beträge sind bei Ehepaaren eben zu verdoppeln. Weit mehr Bürger würde allerdings folgende Maßnahme treffen, nämlich der Abbau, die Abschaffung oder die massive Reformierung des Ehegattensplittings in seiner derzeitigen Form. Eine Änderung in diesem Bereich dürfte breite Massen der Bevölkerung treffen, und vor allem diejenigen, bei denen Ehepaare mit deutlich unterschiedlichen Einkommensanteilen zum gesamten Haushaltseinkommen beitragen. Geht es vor allem beim Thema Ehegattensplitting um ideologische Grabenkämpfe, die auf dem Rücken von Millionen von Durchschnittsfamilien ausgetragen werden, wobei man komplett in der politischen Diskussion übersieht, dass es ja eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gibt. Die stammt zwar noch aus Ende der 50er Jahre und wir haben einen gesellschaftlichen Wandel und die 8 Richter, die das damals beschlossen haben, sind jetzt andere. Wir kennen ja den Spruch auf hoher See und vor deutschen Gerichten, ich meine Gottes Hand.
Deshalb weiß man nie, was rauskommt. Aber im Moment gibt es diesen Urteilsspruch und der spricht von der Ehe als einer Erwerbs- und Wirtschaftsgemeinschaft. Und um es mal salopp auszudrücken, das Verfassungsgericht hat klipp und klar gesagt, diese Erwerbs- und Wirtschaftsgemeinschaft, also das Ehepaar, kann diese Gemeinschaft finanziell gestalten, wie sie es wollen. Diese Rechtsprechung gibt es nach wie vor. Der gesellschaftliche Trend geht zurzeit dahin, dass man vor allem Familien mit Kindern fördern, Steuern fördern will. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist das ja bestimmt nicht verfehlt. Allerdings, ob es allein ausreicht, mit finanziellen Zuschüssen dies zu schaffen, hege ich, also eine private Meinung von mir, meine Zweifel. Ich frage mich immer, wieso es die Franzosen besser hinbekommen als wir. Aber ich glaube, es liegt nicht allein am Geld. Allerdings, hier ist die Politik gefordert, das ist der gesellschaftliche Mainstream. Man muss hier etwas tun und wir könnten uns eine Weiterentwicklung des Ehegattensplittings mit stärkerem Fokus auf Kinder durchaus vorstellen. Ein Familiensplitting, wie es in Frankreich der Fall ist. Ich glaube, vor 20 Jahren war ich jemand als jüngerer Referent, der gesagt hat, das ist das Ziel, das wir eben auch wir uns verschreiben müssen. Ich glaube, das ist finanziell nicht darstellbar. Aber was man machen könnte, und da bewegt sich ein Teil der Politik in diese Richtung, dass man, wie gesagt, die Kinder steuerlich besser berücksichtigen kann, zum Beispiel indem der Grundfreibetrag der Erwachsenen auch für Kinder gilt. Der Kinderfreibetrag ist derzeit etwas niedriger. Auch der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende sollte in diesem Zusammenhang angehoben werden. Im Übrigen, es gibt eine Meinungsumfrage des Forsa-Instituts. 81% der befragten Eltern haben bei einer repräsentativen Umfrage sich für den Erhalt des Ehegattensplittings ausgesprochen. Und das sind die Betroffenen. Was allerdings nicht geht, ist, dass man Familien mit Kindern gegeneinander ausspielt. Überlegungen, wie es tatsächlich ist, den Kinderfreibetrag und den sogenannten Erziehungs- und Ausbildungsfreibetrag zu reduzieren und mit den dann frei werdenden finanziellen Mitteln das Kindergeld bei einkommensschwächeren Familien zu erhöhen, sind abzulehnen. Wieso? Das würde zum Beispiel dazu führen, dass eine alleinerziehende Mutter mit Kind bereits ab einem zu versteuernden Einkommen von 35.000 Euro zu den Verlierern gehören würde. Jetzt kann man wirklich nicht sagen, dass eine alleinerziehende Steuerzahlerin mit 35.000 Euro besonders breite Schultern hat. Im Übrigen haben wir das Herrn Steinbrück, als wir vor 4 Wochen bei ihm waren, auch genau diese Frage genannt. Und er, Oton, da müssen wir wohl nochmal nachrechnen. Er hat uns auch deutlich gemacht, er ist nicht für diesen Weg. Er will auch nicht unbedingt das Kindergeld erhöhen, er will eher das Geld in den Ausbau der Kindertagesstätten stecken. Auch die Absicht, die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge von bislang 25% auf 32%, zuzüglich Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer, SPD, beziehungsweise die Kapitalerträge wieder der Regeleinkommensteuer und dann bis zu in der Spitze 49% zu besteuern, Bündnis 90 Die Grüne, sind abzulehnen, dass sie viele Sparer treffen würden. Und dies ist umso kritischer vor dem Hintergrund des enorm niedrigen Zinsniveaus zu beurteilen. Hier findet ja seit einiger Zeit eine kalte Enteignung der Sparer statt. Und diese Pläne würden ja nicht nur mehr Belastungen nach sich ziehen für die Betroffenen, sondern würden das Steuerrecht deutlich komplizierter machen. Zum Beispiel müssten dann sehr viele Rentner, die jetzt keine Einkommensteuererklärung abgeben, wieder eine abgeben oder eine mit Veranlagungsbescheinigung beim Finanzamt einfordern. Also zusätzlicher Aufwand wäre die Folge. Die Lohn- und Einkommensteuer steht aber nicht nur im Fokus der Steuerpolitik, weil man mit ihr einen Großteil der Steuereinnahmen ziehen kann, sondern weil diese Steuer sich auch für eine Umverteilungspolitik eignet. Infolge des linear progressiven Einkommensteuertarifs zahlen die Steuerzahler mit höheren Einkünften von Jahr zu Jahr einen größeren Anteil am gesamten Einkommensteueraufkommen. Die steigende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit steigt also die Steuerlast des Einzelnen überproportional an und damit wird ja seit Jahren bereits eine Umverteilung
erreicht. Steuererhöhungen in diesem Bereich würden also den Umverteilungsprozess noch beschleunigen. Und in diesem Zusammenhang habe ich vor einiger Zeit einen Zeitungskommentar gelesen, den ich Ihnen hier mal ganz kurz vorlesen darf. Der schwindende Respekt vor persönlicher Leistung schadet einem Land, das wegen des internationalen Wettbewerbs mehr denn je auf motivierte Arbeitnehmer und Selbstständige angewiesen ist. Doch heute werden sie in der öffentlichen Debatte nicht mehr bewundert. Über sie wird nur noch dann gesprochen, wenn einmal wieder von starken Schultern die Rede ist, denen man noch etwas aufbürden muss. Die Umverteilung der Nation kommt erst zur Ruhe, wenn es keine starken Schultern mehr gibt, dann gibt es aber auch für sie nichts mehr zu holen. Zitat. Welche Zeitung? Das war einer der beiden Stuttgart. Das ist bei der Einkommensteuer. Nachrichten. Aber es hat nicht Monitor geschrieben. Dass es bei der Einkommensteuer umfassenden Reformbedarf gibt, darüber ist sich die Fachwelt einig. Der Bundessteuerzahler sieht in dem Vorschlag von Professor Kirchhoff durchaus ein geeignetes Modell, wobei er nicht in allem einverstanden ist, was Professor Kirchhoff vorstellt. Aber die Richtung ist richtig, weil wir auch seit Jahren den Grundsatz vertreten, lieber weniger Ausnahmen und niedrige Steuern als viele Ausnahmen und hohe Steuern. Und gerade dieser Grundsatz sollte insbesondere bei der Lohn- und Einkommensteuer endlich umgesetzt werden. Aber, und das ist klar, wenn Steuervergünstigungen und Ausnahmetatbestände wegfallen, dann müssen diese Mehreinnahmen verwendet werden zur Tarifsenkung und aber auch einer Rechtsverschiebung der Grenze, ab der der Spitzensteuersatz gilt. Die 53.000, die wir zurzeit haben, das macht ungefähr 1,4 des Durchschnittsverdienstes eines Vollzeitbeschäftigten aus. Anfang der 60er Jahre begann der Spitzensteuersatz erst ab dem 20-fachen des Durchschnittsverdienstes. Wenn man an dieser Grenze, ich weiß ja nicht, wie die Wahlen ausgehen, unterstellen mal, es könnte ja sein, ich bin ja nur von der FDP eingeladen, dass wir eine schwarz-gelbe Regierungsmehrheit haben, dass wir bei dem Tarif bleiben. Dann wäre es aber eine der wichtigsten Maßnahmen, dass die Grenze, ab der der Spitzensteuersatz etwas weiter oben beginnt als zurzeit bei 53.000 Euro. Des Weiteren muss der Tarif durchgehend im Jahr progressiv verlaufen, ohne den Knick, der derzeit bei rund 13.500 Euro liegt und dazu führt, dass insbesondere in den unteren Einkommensbereichen Einnahmezuwächse überproportional stark besteuert werden. Die drängendste Reform, habe ich schon gesagt, ist die Bekämpfung der kalten Progression, aber hier gibt es ja auch Anzeichen, dass die Politik was tun will. Die Bundesregierung hat ja einen entsprechenden Gesetzentwurf der Schweiz eingebracht, der letztendlich im Bundesrat gescheitert ist. Und last not least, weil sie gerade heute auch die Diskussion über den Solidaritätszuschlag in den Zeitungen nachlesen können, dass sich einige Politiker ja schon Gedanken machen, wie man den Soli weiterleben lassen kann. Hier auch ein deutliches Wort, der Bundessteuerzahler war ja schon zweimal in Karlsruhe wegen dem Solidaritätszuschlag. Beim zweiten Mal waren wir schon etwas näher. Und wenn man den Urteilsthema der zweiten Entscheidung liest, haben die Richter ziemlich klipp und klar gesagt, 2019 ist Schluss. Dann muss sich die Politik was Neues einfallen lassen. Ich befürchte, dass die auch schon drüber nachdenken, wie die Zeitungsmeldungen uns suggerieren. Natürlich wäre es besser, wenn dieser Zuschlag noch vorher abgeschafft werden könnte. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich es mal bewenden lassen und freue mich nachher auf die Diskussion. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.